Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Jupiter ist der König der Planeten. Er ist der größte, er ist unwirtlich und er hat die Entwicklung des Sonnensystems geprägt. Eine fremdartige Welt, voll intensiver Strahlung und jahrhundertelanger Riesenstürme. Im Inneren des Planeten könnte es eine Schicht geben, in der es Diamanten regnet. Die NASA-Raumsonde Juno soll die größten Rätsel des Jupiter lösen. Welche Kräfte verursachen die gewaltigen Stürme und die Vulkanausbrüche, bei denen Lava bis in den Weltraum schießt? Jupiter hat mehr mit unserer Sonne gemeinsam als mit den anderen Planeten unseres Sonnensystems. Die Reise führt tief in den Planeten hinein, um sein Innerstes zu erforschen und der Frage nachzugehen, ist Jupiter womöglich der geheime Zwilling unserer Sonne? Jupiter, der fünfte Planet unseres Sonnensystems und gleichzeitig der größte und schwerste. Er besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium und sein Durchmesser misst über 140.000 Kilometer. Er ist unfassbar groß. Die Erde würde über 1000 Mal hineinpassen. Jupiter ist ein Koloss von einem Planeten. Er hat die 317-fache Masse der Erde und auf ihm wüten Stürme, die unseren gesamten Planeten verschlucken könnten. Fast die gesamte Masse unseres Sonnensystems steckt in der Sonne, aber praktisch der ganze Rest im Jupiter. 2011 hat die NASA eine Raumsonde ins All geschickt, um Jupiter genauer zu erforschen als je zuvor. Juno umkreist den Gasriesen, macht Nahaufnahmen von ihm und sammelt Daten. Mit ihrer Hilfe können Wissenschaftler die Geheimnisse dieser komplexen und einzigartigen Welt aufdecken. Jupiter hat 67 bekannte Monde und wahrscheinlich jede Menge bisher noch unbekannte. Er ist wie ein eigenes kleines Sonnensystem, ein eigenes Ökosystem. Er hat ein enormes Magnetfeld und die Strahlung ist sehr intensiv. Wie man es auch dreht und wendet, Jupiter ist eine Klasse für sich. Die Bedingungen auf dem Jupiter und um ihn herum sind extrem. Er ist alles andere als ein gewöhnlicher Planet. Der Gasriese entstand in der Frühphase des Sonnensystems. Aus demselben Material wie die Sonne. Könnte Jupiter also womöglich ein verkappter Stern sein? Mitten im brennend heißen Sand der Mojave-Wüste lauscht diese riesige Antennenanlage auf Funksignale aus den Tiefen des Alls. NASA-Astronom Steve Levin ist einer der Pioniere bei der Erforschung des Jupiters. Wir wissen seit Tausenden von Jahren, dass Jupiter existiert und erforschen ihn seit Hunderten von Jahren als eines der ersten Himmelsobjekte per Teleskop. Aber erst als wir Radioteleskope einsetzten, haben wir etwas Überraschendes entdeckt. Diese Teleskope beobachten das All, indem sie Radiowellen statt sichtbarem Licht auffangen. Und die von Jupiter sind anders, als es Wissenschaftler von einem Planeten erwarten würden. Eine Überraschung war, dass sich Jupiter als enorm starke Radioquelle entpuppt hat. Jupiter gibt eine für seine Größe viel zu starke Radiostrahlung ab. Wissenschaftler führen sie auf geladene Teilchen zurück, die mit seinem Magnetfeld interagieren. Zwar haben die meisten Planeten ein Magnetfeld, aber das von Jupiter ist deutlich größer als bei allen anderen im Sonnensystem. Jupiter gibt die stärkste Radiostrahlung in seiner Umgebung ab und hat das bei weitem größte Magnetfeld. Wie kommt dieses riesige Magnetfeld zustande? Wissenschaftler vermuten, dass das mit chemischen Reaktionen im Inneren des Planeten zu tun hat.
Jupiter ist über eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt. Eine faszinierend andere Welt. Astronomen nennen diese Art von Planet auch Gasriese. Er besteht fast vollständig aus Wasserstoff, demselben Material, aus dem auch Sterne wie die Sonne gemacht sind. Aber unterhalb seiner dichten Wolkenschichten zeichnet sich etwas Dunkles ab. Wissenschaftler vermuten dort eine zähe, schwarze Flüssigkeit, Wasserstoff, der sich unter immensem Druck und Extremtemperaturen in eine seltsame Substanz verwandelt. Könnte das der Grund für Jupiters riesiges Magnetfeld sein? Das wollen Wissenschaftler in Edinburgh mit einem Experiment herausfinden. Wir bezeichnen Jupiter als Gasriesen. Aber unterhalb seiner Wolkenschicht besteht er eigentlich nicht aus Gas, sondern aus etwas sehr viel Seltsamerem. Stuart McWilliams will in Erfahrung bringen, was genau unterhalb der Wolkenschicht des Jupiter liegt. Jupiters Oberfläche ist voller Wolken. Und darunter liegen einige der größten Geheimnisse unseres Sonnensystems. Manchmal tut sich ein Loch in Jupiters Wolkendecke auf und wird vom Hubble-Teleskop der NASA erfasst. Durch diese Löcher oder Stürme, die die Wolken beiseite schieben, können wir tiefer in den Planeten hineinsehen. Die markierten Stellen sind Wolkenlöcher. McWilliams will herausfinden, worum es sich bei der dunklen Substanz darunter handeln könnte. Fest steht, dass der Gasriese zu rund 90% aus Wasserstoff besteht. Und los! Hier geht alles ganz schnell. In seinem Versuch stellt McWilliams den unvorstellbar hohen Druck im Inneren von Jupiter nach. So will er herausfinden, wie sich die Bedingungen dort auf Gase auswirken. Am Meeresgrund ist der Druck etwa 1000-mal so hoch wie an der Erdoberfläche. Im Erdkern ist er etwa 1 Million Mal so hoch. Im Kern des Jupiter fast 1 Milliarde Mal. McWilliams setzt Sauerstoff dem Druck aus, der innerhalb von Jupiter herrscht. Er nutzt Sauerstoff, weil der im Labor leichter zu handhaben ist als Wasserstoff und vergleichbar auf Druck reagiert. Sauerstoff und Wasserstoff verhalten sich ähnlich, wenn sie Druck ausgesetzt sind. Bei schwachem Druck dringt ungehindert Licht durch die Probe. Halte ich meine Hand hier hinter die Probe, verschwindet das Licht. Es scheint also durch den Sauerstoff hindurch. Übt man aber Druck auf Sauerstoff oder Wasserstoff aus, verändert er sich. McWilliams beginnt, das Gas unter Druck zu setzen. Sobald der hoch genug ist, setzt die Verwandlung ein. 62, 63. Ah, jetzt. Der Sauerstoff wird fest und es bilden sich Kristalle. Der Sauerstoff wird lichtundurchlässig. Seine Struktur verändert sich. Man sieht, dass der Sauerstoff jetzt etwas dunkler wird, ein bisschen orangefarben. Und da, jetzt haben wir ihn in eine schwarze Substanz verwandelt. Es dringt kein Licht mehr hindurch. Das wird völlig vom Sauerstoff geschluckt. Die schwarze Substanz lässt sich einfach erzeugen, indem man ein gewöhnliches Gas extremem Druck aussetzt. McWilliams ist überzeugt, dass der Druck im Inneren des Jupiter Wasserstoff in einen ganz ähnlichen Zustand bringt. Aber das reicht nicht aus, um das enorme Magnetfeld des Gasriesen zu erklären. Dahinter muss eine weitaus ungewöhnlichere Substanz stecken. Je tiefer man in den Planeten vordringt, desto extremer werden die Bedingungen. Unterhalb des dunklen Wasserstoffs vermuten Wissenschaftler eine noch eigenartigere Schicht, einen Ozean aus flüssigem, metallischem Wasserstoff. In rund 20.000 Kilometern Tiefe verhält sich der metallische Ozean wie ein riesiger Dynamo. Er rotiert und erzeugt so ein gigantisches Magnetfeld, das bis zu 7 Millionen Kilometer weit ins All reicht. Die größte bislang bekannte planetare Struktur im Sonnensystem.
Wissenschaftler sind überzeugt, dass Jupiters Magnetfeld seinen Ursprung im metallischen Wasserstoff hat. Aber den im Labor zu erzeugen, ist eine Herausforderung. Alle wetteifern darum, metallischen Wasserstoff herzustellen. Im Laufe der Jahre soll es auch mal gelungen sein, ihn für einen kurzen Moment im Labor zu erzeugen, aber das lässt sich kaum belegen. Jupiter scheint Wasserstoff in eine Form bringen zu können, die die Wissenschaft an ihre Grenzen bringt. Die einzig mögliche Erklärung für Jupiters Magnetfeld ist metallischer Wasserstoff. Wir versuchen also im Labor mit dem Universum mitzuhalten. Im Inneren von Jupiter herrscht ein enormer Druck, größer als bei jedem anderen Planeten unseres Sonnensystems. Nur die Sonne selbst übt noch mehr Kraft aus. Jupiter hat so viel Masse. In seinem Inneren herrscht so hoher Druck, dass sich ein Element wie Wasserstoff nicht nur verflüssigt, sondern sogar beginnt, sich wie ein Metall zu verhalten. Das Metall glänzt, liegt daran, dass die Elektronen der Metallatome frei beweglich sind. Wird der Wasserstoff stark komprimiert, passiert mit ihm dasselbe und er wird metallisch. Metallischer Wasserstoff ist schwer herzustellen, aber Jupiter erzeugt so viel Druck, ist so kalt und hat eine so starke Gravitation, dass er metallischen Wasserstoff hervorbringt. Jupiters Magnetfeld erstreckt sich weit ins All hinein. Kommen geladene Teilchen damit in Kontakt, erzeugen sie Radiowellen, die Teleskope auf der Erde erfassen können. Und das Magnetfeld ist für noch ein verblüffendes Phänomen verantwortlich. Auf UV-Lichtaufnahmen des Jupiter haben Wissenschaftler riesige Auroras entdeckt, die hellsten und größten Polarlichter im Sonnensystem. Die Polarlichter auf der Erde entstehen dadurch, dass Sonnenpartikel auf unser Magnetfeld treffen. Aber Jupiters Magnetfeld ist so extrem, dass es selbst Auroras erzeugt. Große Massen leuchtender Partikel treffen dank des Magnetfelds auf die oberen Atmosphärenschichten. Und wie alles an Jupiter sind auch die übergroß. Aber Jupiters starkes Magnetfeld allein erklärt noch nicht, warum die Auroras so hell sind. Wissenschaftler auf der ganzen Welt gehen der Frage nach, was sie so intensiv leuchten lässt. Ich gehe etwas zurück. Die Hitze ist wirklich extrem. Was ist der Treibstoff für Jupiters faszinierende Polarlichter? Jupiter wirkt in vielerlei Hinsicht mehr wie ein Stern als wie ein gewöhnlicher Planet. Er besteht aus demselben Material wie die Sonne, und die hochaktiven Auroras lassen darauf schließen, dass er von äußerst starker Strahlung umgeben ist. Das macht es schwer, sich dem Gasriesen zu nähern. Auch nur in die Nähe von Jupiter zu gelangen, ist durch die starke Strahlung in seinem Magnetfeld sehr schwer. Schickt man ein Raumfahrzeug dorthin, wird es nicht lange durchhalten. Es gab noch nicht viele Jupiter-Missionen. Das macht den Einsatz der Raumsonde Juno so spannend. Juno ist zu den Jupiterpolen geschickt worden, um die Geheimnisse der Strahlung aufzudecken, die die Auroras verursacht. Die Sonde ist 2011 gestartet und hat auf ihrer fünfjährigen Reise zum Jupiter 2,8 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Durchschnittsgeschwindigkeit über 200.000 Kilometer pro Stunde. Die Raumsonde kostet mehr als eine Milliarde Dollar. Das Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien ist die Schaltzentrale der Juno-Mission. Wir haben gerade erste Tests mit den Instrumenten durchgeführt. Alles ist in bester Ordnung und die Daten sehen vielversprechend aus. Alle hier sind total aufgeregt. Heidi Becker untersucht mit Hilfe von Juno das Strahlungsumfeld des Jupiter. Es ist Wahnsinn, Teil einer Mission zu sein, die mehr als ein Jahrzehnt geplant und weiterentwickelt wurde. Und nach Jahren des Wartens erreicht uns jetzt eine Flut neuer Daten. Echt aufregend, das Ganze. Junos Mission ist eine Reise ins Unbekannte. Kein Raumfahrzeug war zuvor dort.
Wir begreifen die Bedingungen dort noch nicht völlig. Als Juno zum ersten Mal durch diese wirklich heftige Strahlung musste, haben wir alle für einen Moment die Luft angehalten. Becker misst die Stärke der Strahlung rund um Jupiter, indem sie Junos Fotoaufnahmen von Sternen auswertet. Der sogenannte Sternsensor ist eine Kamera an der Jupiter-abgewandten Seite der Sonde. Der Sternsensor ist wie der Kompass bei einem Schiff. Früher haben sich die Seeleute an den Sternenkonstellationen orientiert, um auf Kurs zu bleiben. Bei einem Raumfahrzeug übernimmt ein Sternsensor diese Funktion, indem er Aufnahmen vom Himmel macht, das Sternenfeld ausliest und es mit seinen Karten abgleicht. So weiß er, in welche Richtung die Sonde zeigt. Das ist eine ganz normale, strahlungsfreie Aufnahme, die Junos Sternsensor gemacht hat. Die Sterne sehen aus wie kleine Lichtpunkte, so wie wir es vom Nachthimmel kennen. Auf dem Foto erscheinen die Sterne deutlich als Lichtpunkte. Aber wenn Strahlungspartikel auf die Kamera treffen, sind plötzlich auch weiße Flecken und Streifen zu sehen. Jede dieser Aufnahmen zeigt ein anderes Strahlungsmuster. All diese extra Schnörkel und Löcher im Sternenfeld, das ist die Strahlungssignatur. Diese Strahlungspartikel erzeugen Jupiters Auroras. Die Partikel durchlöchern die Aufnahme praktisch wie Maschinengewehrkugeln. Diese Löcher können wir dann zählen und daraus Rückschlüsse auf das Strahlungsniveau ziehen. Was für den einen nur Lärm ist, ist für den anderen Musik oder eben Erkenntnis. Letztlich zerstört die Strahlung Junos Instrumente. Stärker als die Strahlung des Jupiter ist nur die der Sonne. Das ist das lebensfeindlichste Strahlungsumfeld weit und breit. Aber dank der Daten von Juno können Wissenschaftler die Strahlungsfelder des Gasriesen kartieren. Die Strahlungsfelder sind so stark, dass sie mit der Zeit sogar Raumfahrzeuge zerstören. Uns war klar, dass Junos Lebenserwartung bei etwa 2 Jahren liegt. Die extreme Strahlung sorgt für ein beeindruckendes Lichtspektakel an den Polen des Gasriesen. Aber woher kommt sie? Und wie gelangt sie in Jupiters Magnetfeld? Wissenschaftler haben in den Polarlichtern selbst eine Spur entdeckt. Ein mysteriöser, heller Fleck passiert die Lichter. Es scheint, dass Io, einer der 67 Jupitermonde, die Erklärung für die Auroras birgt. Jupiter und seine Monde stehen in reger magnetischer Interaktion. Und das sieht man auch in der Aurora. Darin bewegt sich ein leuchtender Punkt umher. Eine der deutlichsten Spuren ist die von Io. Io befindet sich in einer Umlaufbahn 350.000 Kilometer von Jupiter entfernt. Er wird von der Gravitation des Gasriesen in seinem Orbit gehalten. Als wir eine Raumsonde dorthin schickten, sahen wir Vulkane ausbrechen. Wie kann ein Mond in den Tiefen des Sonnensystems geologisch so irre aktiv sein? Könnten Ios Vulkane hinter Jupiters Polarlichtern stecken? Wissenschaftler an der Syracuse University in New York gehen dieser Frage nach. Hier können sie Vulkane nach Maß anfertigen. Wir haben hier wahrscheinlich mehr Lava gesehen als die meisten Vulkanologen. Robert Wysocki leitet das Lava-Projekt. Mithilfe eines selbstgebauten Ofens simuliert er die geologischen Gegebenheiten fremder Welten. Heute will er untersuchen, wie die vulkanische Aktivität auf Io die tödliche Strahlung des Jupiter speisen und seine Auroras erstrahlen lassen könnte. Ich bin leitender Hausmeister und auch leitender Theoretiker. Ich muss also überall anpacken, ob beim Schaufeln oder Reparieren. Wysocki erhitzt Basaltgestein, bis es flüssig wird. Wir legen jetzt im Ofen nach. Über Nacht soll das Material darin schmelzen. Im Ofen herrscht eine Temperatur von 1300 Grad Celsius. Schon um eine kleine Menge Gestein zu schmelzen, sind enorme Mengen an Energie nötig.
Woher also stammt die Energie für Ios Vulkane? Der Schlüssel ist sein kolossaler Mutterplanet. Jupiter hält Io in einem Gravitationstauziehen mit seinen anderen Monden gefangen. Das Innere von Io wird durch das unablässige Drücken und Ziehen bis zum Schmelzpunkt erhitzt, sodass glimmende Magmaströme unterhalb der Oberfläche entstehen. Mit steigendem Druck tritt schließlich Lava durch die Mondkruste aus. Sie schießt in glühend heißen Fontänen hoch und überzieht die eisige Oberfläche mit geschmolzenem Gestein. Okay, bereit? Ja. Wysocki wird nun die Lava ausgießen. Wir sind sehr nah an dem, was sich bei einem echten Vulkan in der Natur abspielt. Dieses Experiment soll zeigen, was passiert, wenn Eis und Lava aufeinandertreffen. Geologe Jeff Carson erforscht, was geschieht, wenn auf Io Vulkane ausbrechen. Io ist eines der vulkanisch aktivsten planetaren Objekte im Sonnensystem. Auf Aufnahmen wie dieser sieht man, dass die Oberfläche relativ glatt ist. Er hat keine großen Krater wie der Erdmond. Dennoch gibt es viele Anzeichen vulkanischer Aktivität, wie diese Vertiefungen und die großen kegelförmigen Vulkane überall auf der Oberfläche. Hier oben sieht man eine Eruption, die gerade stattfindet. Der heftige Vulkanismus hat Ios Oberfläche völlig neu gestaltet. Der Jupitermond ist extrem kalt. Seine Oberfläche ist zum Teil von gefrorenem Schwefeldioxid bedeckt. Carson untersucht, wie Lava und Eis miteinander reagieren. Die physikalischen Gesetze, nach denen sich die Lavaströme bilden, wie sie abkühlen und welche Form sie annehmen, sind auf allen planetaren Objekten dieselben. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die heiße Lava, die aus Ios Vulkanen auf seine eisige Oberfläche strömt, sich direkt auf Jupiters Strahlung auswirkt. Auf dem Eis bilden sich jetzt Blasen. Die Lava verhält sich dort völlig anders. Ich gehe mal etwas zurück, die Hitze ist wirklich extrem. Diese Blasen entstehen durch Wasserdampf. Das Wasser im Eis fängt an zu kochen. Dampf tritt durch die Lava aus und formt dabei diese hübschen Blasen. So ähnlich könnte das Ganze auch auf Io ablaufen. Die Lava lässt das Eis augenblicklich verdampfen. Auf Io ist es allerdings Schwefel, der verdampft, und Blasen von Schwefeldioxid, die in die Atmosphäre austreten. Wissenschaftler sind inzwischen überzeugt, dass verdampftes Schwefeldioxid der Schlüssel ist, um Jupiters Auroras zu verstehen. Ios Vulkane lassen Schwefeldioxid verdampfen und schießen es in einer zig Kilometer hohen, schirmartigen Rauchfahne hoch. Pro Sekunde tritt eine Tonne davon in den Jupiter-Orbit ein. Das Schwefeldioxid sorgt für einen heftigen Partikelsturm auf Jupiters Strahlungsgürtel. Dessen Magnetfeld fängt die Schwefeldioxidpartikel ein und schleudert sie fast mit Lichtgeschwindigkeit in Richtung der Pole. Die Partikel treffen auf Jupiters Atmosphäre und erzeugen die spektakulären Auroras, über 100 Mal energiereicher als die Polarlichter auf der Erde. Diese Vulkane schleudern Materie nicht nur 10 Kilometer hoch in die Luft, sondern hunderte von Kilometern weit ins All. Die Eruptionen tragen dazu bei, dass die Strahlung rund um den Gasriesen enorm stark ist und ihn zu einem der lebensfeindlichsten Orte im Sonnensystem macht. Neben der Sonne selbst. Und noch etwas anderes macht Jupiter zu einem Planeten der Extreme. An seiner Oberfläche toben heftige Stürme. Wissenschaftler haben gigantische Wettersysteme entdeckt, um ein Vielfaches stärker
als die schlimmsten Hurrikans auf der Erde. Das Wetter auf Jupiter ist ganz schön krass. Die Winde in einem Gürtel jagen in die eine Richtung, die im nächsten in eine andere und so weiter. Zwischen all diesen Windgürteln liegt ein einzigartiges Merkmal. Jupiters berühmter großer roter Fleck. Der große rote Fleck ist der am längsten andauernde Sturm, den die Menschheit je beobachten konnte. Auf jeder Aufnahme des Jupiter sieht man zwischen den Wolkenbändern immer auch den großen roten Fleck. Er erstreckt sich über eine Fläche größer als die gesamte Landfläche der Erde. Der Sturm tobt seit mindestens 180 Jahren, vielleicht schon seit 300, 400 Jahren. Da wurde er erstmals beobachtet. Warum sind Jupiters Stürme so riesig? Und weshalb geht ihnen scheinbar nie die Puste aus? Jupiter, über 1000 Mal so groß wie die Erde und einer der unwirtlichsten Planeten des Sonnensystems. Er scheint mehr Gemeinsamkeiten mit der Sonne zu haben als mit einem Gesteinsplaneten. Ein einzelner Sturm auf Jupiter kann größer sein als ein ganzer Planet. Er wütet jahrhundertelang und verleiht ihm sein unverwechselbares Aussehen. Auf Jupiter hätte man es mit richtig fiesem Wetter zu tun. Aber hey, man kann bestimmt toll Kitesurfen oder Fallschirmspringen, denn da ist es super windig und stürmisch. Der große rote Fleck ist ein gigantischer Wirbelsturm, der seit Hunderten von Jahren andauert. Auf der Erde gibt es so etwas nicht. Jupiters großer roter Fleck ist einer der größten und ältesten Stürme im Sonnensystem. Was treibt ihn an? Wissenschaftler am Spin Lab der UCLA in Kalifornien wollen das Phänomen ergründen. Eine Reise zum Jupiter würden wir nicht überleben, also müssen wir uns mit einer Simulation im Labor zufrieden geben. Juan Lora nutzt ein überraschendes Hilfsmittel, um die Atmosphäre des Gasriesen zu erforschen. Einen Wasserbehälter. Wir simulieren gleich eine planetare Atmosphäre im Labor. Zugegeben, das sieht nicht gerade nach einem Planeten aus. Aber man muss sich vorstellen, in der Mitte des Behälters wäre die Polregion. Wenn sich der Behälter dreht, sind am Rand praktisch die niedrigeren Breitengrade. Kein anderer Planet im Sonnensystem rotiert so schnell wie Jupiter. Dort dauert ein Tag nur 10 Stunden. Die Flüssigkeit im Behälter dreht sich jetzt wie eine planetare Atmosphäre. Nun gebe ich etwas Farbe hinzu. Die Farben stehen für verschiedene Wolkensysteme. So will Lora erforschen, wie sie interagieren. Turbulenzen erzeugen eine interessante Dynamik in einer rotierenden Flüssigkeit. Mit einem Schneebesen sorgt Lora selbst für diese Turbulenzen. In Jupiters Atmosphäre entstehen sie, wenn Gase mit unterschiedlichen Temperaturen und Geschwindigkeiten aufeinandertreffen. Sobald die rotierende Materie durch Turbulenzen aufgewühlt ist, ob in diesem Behälter oder in Jupiters Atmosphäre, entstehen äußerst stabile Wirbel, die manchmal interagieren. Wie beim roten Fleck. Einmal entstanden, hält ihn Jupiters Rotation am Leben. Jupiters Rotation nährt den großen roten Fleck und erhält den Wirbel aufrecht. Aber wie wurde er überhaupt so riesig? Der große rote Fleck ist größer als so mancher Planet. Darin herrschen Windgeschwindigkeiten von fast 650 Kilometern pro Stunde. Seine Wolken ragen 8 Kilometer in die Höhe. Die auffällige rote Färbung entsteht möglicherweise, wenn Gas auf die Sonneneinstrahlung reagiert. Unter der sonnenverbrannten Oberfläche ist das Innere der umherwirbelnden Wolkenberge farblos. Wenn sich kleinere Stürme dem großen roten Fleck nähern, schluckt der Riese sie einfach und verleibt sich damit auch ihre Energie ein. Wird dieser Megasturm für immer wüten? Inzwischen haben Wissenschaftler eine seltsame Entwicklung bemerkt. Jupiters großer roter Fleck hat sich über die letzten 20 Jahre verändert. Das ist eine Aufnahme von 1995.
Man sieht einen großen ovalen Fleck. Auf dieser Aufnahme von 2009 ist der Fleck schon deutlich runder und auch kleiner geworden. Und bis 2014 ist er noch weiter geschrumpft. Der große rote Fleck verleibt sich offenbar andere Stürme ein, um mit Hilfe ihrer Energie zu überdauern. Könnte er demnach also förmlich verhungern? Möglicherweise sind in den letzten 20 Jahren weniger Wirbel mit dem großen roten Fleck in Kontakt gekommen. Wissenschaftler halten es sogar für möglich, dass einige kleinere Stürme den großen roten Fleck schwächen könnten. Denkbar wäre auch, dass er sich langsamere Wirbel einverleibt und dadurch am Drall verliert. Stürme, die sich langsamer oder in die entgegengesetzte Richtung drehen, könnten den großen roten Fleck ausbremsen. Ist seine Langlebigkeit also schlicht eine Glückssträhne, die gerade zu Ende geht? Dass er sich so schnell und so dramatisch verändert, nachdem er lange Zeit stabil war, deutet darauf hin, dass sich da was tut. Vielleicht schrumpft er weiter, bis er nicht mehr zu sehen ist. Wir müssen das einfach weiter beobachten. Die Zeit wird zeigen, ob Jupiters bekanntestes Merkmal ein weiteres Jahrhundert überdauert. Die extremen physikalischen Gegebenheiten des Gasriesen erzeugen extreme Wetterphänomene, die vom All aus sichtbar sind. Aber inzwischen wird auch zunehmend klarer, was sich innerhalb der Wolken abspielt. Wissenschaftler entdecken dort Außergewöhnliches. Eine der großen Überraschungen war, dass es auf Jupiters dunkler Seite Blitze gibt. Diese Aufnahmen von NASA-Raumsonden zeigen Blitze in der Jupiter-Atmosphäre. Sie könnten eine verblüffende chemische Reaktion tief in den Wolken des Planeten auslösen. Ein dichter Nebel aus Gas umgibt Jupiter. Reibung in den Wolken erzeugt gewaltige Blitze, sehr viel heftiger als jene auf der Erde. Hundert Kilometer unter der Oberfläche enthalten die Wolken neben Wasserstoff auch Methan. Schießt der extrem heiße Blitz durch sie hindurch, sind die Bedingungen perfekt für eine faszinierende chemische Reaktion. Der Blitz verwandelt die Elemente in Diamanten. Jupiter ist ein echter Edelplanet. Womöglich regnet sogar Diamanten. Allerdings weht da auch eine steife Brise und Diamanten sind sehr hart. Das nenne ich mal fiesen Hagel. Wissenschaftler an der Cardiff University wollen erforschen, wie Jupiter scheinbar aus dem Nichts Diamanten hervorbringen könnte. Der Physiker Oliver Williams simuliert im Labor die blitzreiche Jupiter-Atmosphäre. Ich erzeuge ein Vakuum in einer luftdichten Kammer. Dann fülle ich Wasserstoff und Methangas ein im Verhältnis 99 zu 1, so wie in der Jupiter-Atmosphäre. Aber zum eigentlichen Experiment fehlt noch eine wichtige Zutat: Blitze. Ich werde mit Hilfe starker Mikrowellen das Gas aufspalten, so wie Blitze mit einem starken elektrischen Feld die Luft aufspalten und als Blitzstrahl zu sehen sind. Die Mikrowellen spalten das Methangas, so wie die Blitze auf Jupiter. Dabei ist ein violettes Leuchten zu sehen. Diamanten bestehen aus Kohlenstoff. Methan ist Kohlenstoff mit 4 Wasserstoffatomen und die spalten wir ab. Die Mikrowellen setzen Kohlenstoffatome aus dem Methangas frei. Die Atome bilden dann gemeinsam eine Diamantstruktur. Scheinbar aus dem Nichts entsteht ein Diamant. Wir haben jetzt die Gase aufgespalten, die auch auf Jupiter vorkommen. Und daraus ist eine kristallene Form des Kohlenstoffs entstanden, ein Diamant. Dieses und ähnliche Experimente lassen darauf schließen, dass in Jupiters Unwettern Diamanten wie Hagelkörner entstehen. Während sich die Kristalle bilden, fallen sie als Diamanthagel durch die Atmosphäre.
Sie stürzen Tausende von Kilometern Richtung Kern, während der Druck und die Temperaturen immer höher werden. Bei 8000 Grad Celsius schmelzen sie schließlich und werden zu flüssigen Diamantregentropfen. Und Diamantregen könnte bedeuten, dass auf dem Gasriesen ein glitzernder Diamantozean existiert. Eine Welt, die womöglich sogar die Science Fiction übertrifft. Mit Jupiter als Vorbild lassen sich Diamanten jeder Größe herstellen. Wir haben eine dünne Diamantscheibe gewonnen, rund 5 cm breit. Sie ist nur wenige 100 Nanometer dick, aber wenn wir weitermachen, entsteht ein immer größerer Diamant. Diamanten, die natürlich auf der Erde vorkommen, sind Millionen Jahre alt. Auf Jupiter entstehen sie im Schnelldurchlauf. Das Innere von Jupiter wirkt total fremd für uns. Kohlenstoff bildet Tröpfchen und wird zu Niederschlag. Verrückte Vorstellung, aber das liegt eben an den physikalischen Gegebenheiten. Ich find's cool. Die extremen Bedingungen auf Jupiter sorgen für beeindruckende Wetterphänomene. Enorme Kräfte formen eine Welt, wie es sie kein zweites Mal im Sonnensystem gibt. Jupiter ist sicher kein gewöhnlicher Planet. Aber ist er womöglich sogar der geheime Zwilling der Sonne? Der Gasriese ist ein Planet der Extreme. Einige seiner Monde sind größer als Merkur und seine Strahlung wird nur von der Sonne übertroffen. Kein anderer Planet im Sonnensystem kann es mit seiner Größe aufnehmen. Hätte Jupiter also ursprünglich ein Stern werden sollen? Genau wie die Sonne besteht Jupiter größtenteils aus Wasserstoff. Dadurch sieht er aus wie ein Stern, er leuchtet aber nicht. Jupiter ist sehr massereich und er hat seinen Wasserstoff halten können. Im Sonnensystem ist das eher ungewöhnlich. Doch entscheidend ist, was sich im Zentrum des Gasriesen befindet. Zu den größten Rätseln um Jupiter gehört, wie sein Kern beschaffen ist. Fest wie bei einem Planeten oder eher gasförmig wie bei einem Stern? Sollte Jupiter einen festen Gesteinskern wie andere Planeten haben, würde das die Gravitation rund um den Gasriesen beeinflussen. Anhand der Schwerkraft könnte man also Rückschlüsse darauf ziehen, was sich im Herzen Jupiters befindet. Wissenschaftler am Goldstone Observatory der NASA gehen dieser Spur nach. Die Juno-Raumsonde liefert dabei entscheidende Daten. Die NASA steht in ständigem Kontakt zu Dutzenden Sonden, von der Voyager-Raumsonde am Rande des Sonnensystems bis hin zur Juno-Sonde. NASA-Forscher Steve Levin nutzt Juno für detaillierte Gravitationsmessungen. Je stärker die Anziehungskraft, die auf Juno wirkt, desto schneller wird die Sonde, während sie an Jupiter vorbeifliegt. Wir senden über die Antenne ein Funksignal an Juno und können anhand der Frequenzunterschiede zwischen unserer Anfrage und ihrer Antwort ermitteln, wie schnell sie ist. Indem wir Jupiters Gravitationskraft ermitteln, erfahren wir einiges über das tiefste Innere des Planeten. Anhand von Schwankungen in Junos Geschwindigkeit wollen die Forscher herausfinden, woraus das Herz von Jupiter besteht. Aus Gestein, wie bei den meisten Planeten? Oder aus noch mehr Wasserstoff, wie bei Sternen? Während Junos Mission Jupiter gilt, beobachten Teleskope auf der ganzen Welt auch die Tiefen des Alls. Wissenschaftler erforschen die Entstehung Jupiters, indem sie untersuchen, was im noch jungen Sonnensystem geschah. Sie beobachten die Geburt anderer entfernter Sterne, um Erkenntnisse zu gewinnen. In der Wüste Kaliforniens steht das Owens Valley Radio Observatory. Diese Antennen bilden das Karma Radio Telescope Array.
Ein großartiger Ort. Der Astronom John Tobin sucht am Himmel nach neugeborenen Sternen. Anstatt ein riesiges Radioteleskop zu bauen, was äußerst schwierig ist, haben wir viele kleine Geräte gebaut und miteinander verbunden. Je weiter sie auseinanderstehen, desto höher ist die Auflösung. Sie funktionieren also wie ein großes Teleskop und zeigen auch feine Details. Tobin sucht nach Protosternen. Brandneuen Sternen, die sich gerade erst aus einer riesigen Wolke aus Gas und Partikeln verdichten. Ein Protostern ist ein frisch gebackener Stern, der noch dabei ist, sich zu formen und an Masse zu gewinnen. Im All gibt es Wolken aus Gas und Staub, in deren Mitte sich Protosterne bilden. Jupiter entstand aus denselben Wolken von gasförmigem Wasserstoff und Staub wie die Sterne. Könnte er sich anfangs wie ein Protostern verhalten haben? Tobin hat in tausenden Lichtjahren Entfernung Hinweise darauf gefunden, wie Sternensysteme entstehen. Auf diesem Bild markieren die schwarzen Bereiche die Intensität der Strahlung, die der Protostern abgibt. Und hier sind zwei Protosterne zu sehen. Diese zwei Spitzenwerte hier, das sind zwei Protosterne. Dieses Doppelsternsystem ist ganz anders als unser Sonnensystem. Anfangs dachte ich nur, wow. Ich konnte kaum glauben, wie detailliert man die Objekte erkennt. Denn vorher wussten wir nur, dass sich dort irgendwas befindet. Und dann fanden wir raus, dass da mindestens zwei Objekte oder Protosterne zu sehen sind. Wir wussten nicht, auf was wir stoßen würden. Das war wirklich eine Überraschung. Ist es möglich, dass sich Jupiter und die Sonne einst auch so nahe waren? Von außen betrachtet sehen junge Sternensysteme erst einmal gleich aus. Sie erwachen als rotierende Scheiben aus Staub und Gas zum Leben. Aber was sich in ihrem Inneren abspielt, kann sehr unterschiedlich sein. Tief im Zentrum der Scheibe können Turbulenzen dazu führen, dass sich die Wolke aufteilt und statt zu einem, zu zwei leuchtenden Sternen kollabiert. Sie umkreisen einander in einem hypnotischen Tanz. Doppelsterne, Zwillinge, geboren aus derselben Wolke. Nach und nach entstehen aus dem übrig gebliebenen Staub und dem Gas Planeten. In unserem Sonnensystem ist die Sonne der einzige leuchtende Stern, aber ein weiterer Gigant aus Wasserstoff umkreist sie in der Ferne, Jupiter. Könnte er womöglich das nicht brennende Double der Sonne sein? Immerhin sind Sonnensysteme mit zwei Sonnen keine Seltenheit. Seit den ersten Ergebnissen haben wir noch viel mehr Protosterne mit den Teleskopen erforscht, um herauszufinden, wie viele Sternsysteme mit zwei, drei oder mehr Sternen entstehen. Und tatsächlich entstehen überraschend viele solcher Systeme. Tobin will die Bedingungen ergründen, unter denen Doppelsterne entstehen. Wir haben Aufnahmen junger Sternensysteme zusammengestellt und geprüft, welche davon Doppel- oder Mehrfachsternsysteme sind. Das hier hat nur einen Stern. Dieses hier hat zwei. Bis zu 50% aller Sterne im Universum sind Doppelsterne, entstanden aus einer einzigen Scheibe aus Gas und Staub. Bei diesem System wirkt die Gaswolke sehr auseinandergezogen. Möglicherweise gibt es dort mehrere Zentren, die zur Entstehung von mehr als einem Stern führen. Eine ausgedehnte Wolke aus Gas und Staub wird mit einiger Wahrscheinlichkeit zu mehreren, nahe beieinander liegenden Sternen. Tobin ist überzeugt, dass unser Sonnensystem anders entstanden sein muss. Unser eigenes Sonnensystem dürfte eher wie dieses hier ausgesehen haben. Ein einzelner Stern, umgeben von seiner massearmen Scheibe, die keinen weiteren Stern hervorbringen wird. In unserem Sonnensystem dürfte es in der Scheibe rund um die Sonne nicht genug Materie geben für mehr als einen Stern. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Wasserstoffwolke, aus der unser Sonnensystem entstanden ist, Jupiter auf halber Strecke verhungern ließ.
Im jungen Sonnensystem flossen 99% aller Materie in die gerade entstehende Sonne. Sie wurde immer heißer, bis schließlich bei einer Temperatur von 15 Millionen Grad Celsius die Kernfusion zündete. Währenddessen entstand aus derselben Wolke Jupiter, der 2/3 der restlichen Materie aufnahm. Aber es war nicht genug übrig, um die nötige Masse zum Zünden aufzubauen. Also wurde ein Gasriese aus ihm, mehr als doppelt so massereich wie alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen. Man könnte Jupiter somit gewissermaßen als kleinen Bruder der Sonne bezeichnen. Bei der Frage nach dem Partnerstern der Sonne kommt einem sofort Jupiter in den Sinn. Man nennt ihn auch gescheiterten Stern, weil er zwar genug Masse hat, um seinen Wasserstoff und sein Helium zu halten, aber zu wenig Masse, um wie ein Stern zu zünden. Dabei fehlt gar nicht so viel Masse, um eine Kernfusion in seinem Inneren in Gang zu setzen. Hätte Jupiter genug Masse aufgebaut, um wie ein Stern zu zünden, wäre die Erde wahrscheinlich nie entstanden. Mit einem Doppelstern in seiner Mitte wäre das Sonnensystem heute ein völlig anderer Ort. Stattdessen wurde Jupiter zu einem ganz besonderen Planeten. Alles an Jupiter ist extrem. Seine Masse ist über 300 Mal größer als die der Erde. Sie würde 1000 Mal in Jupiter hineinpassen. In seinem Magnetfeld herrscht eine tödliche Strahlung und die Winde dort kommen auf über 600 Kilometer pro Stunde. Kann man sich einen krasseren Ort vorstellen? Für mich ist Jupiter das wohl faszinierendste Objekt in unserem Sonnensystem und zweifellos das fremdartigste. Ein riesiger, seltsamer Ball aus herumwirbelndem Gas, umgeben von seinem eigenen Mini-Planetensystem. Jupiter ist so anders als die Erde. Wir brauchen noch viel mehr Informationen über ihn, um zu verstehen, was genau es mit ihm auf sich hat. Gescheiterter Stern oder besonders gelungener Planet. Ich sehe ihn irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Jupiter, entstanden in der Geburtsstunde unseres Sonnensystems, aus demselben Material wie die Sonne. Auf dem Gasriesen gibt es viele außergewöhnliche Phänomene. Leuchtende Polarlichter, gigantische Stürme, Diamantregen und Mondvulkane. Die Erforschung dieser einzigartigen Welt ist noch lange nicht abgeschlossen.